Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist mal wieder der Transfer-Talk dran, nämlich der zweite Teil davon. Wir schauen uns heute sogar 6 Spieler an, die gewechselt sind. Vielleicht wisst ihr einige schon, vielleicht manche nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an. Let's go! Als erstes haben wir da Jackson Martinez. Er wechselt vom FC Porto zu Atletico Madrid für 35 Millionen Euro. Er hat in 133 Spielen bei Porto 92 Tore erzielt. Ein richtiger Torjäger. Atletico freut's. Als zweiten Spieler haben wir Paulo Dybala. Er wechselt für 32 Millionen Euro von... Ihr seht wahrscheinlich schon, da steht ein Fragezeichen. Und ich kann euch sagen, warum das Fragezeichen da steht. Weil ich es einfach nicht weiß und ich zurzeit kein Internet zu Hause habe. Und es ist nämlich immer sehr schön, deswegen kann ich nicht nachschauen, von welchem Verein er gekommen ist. Bitte nehmt's mir nicht böse, aber er wechselt für 32 Millionen Euro zu Juventus Turin. Als nächsten Spieler haben wir Danilo. Er wechselt auch von Porto für 31,5 Millionen Euro zu Real Madrid. Real hat einen super Spieler gefunden für die Rechtsverteidigerposition, der sich zwar duellieren muss mit Carvajal, wer da die Stammposition kriegt, aber ich denke, es war ein guter Deal für Real, Danilo zu holen. Dann haben wir Douglas Costa, Shakhtar Bayern München. 30 Millionen Euro wechselt er dorthin. Okay, es ist sicher ein guter Transfer, ist noch einigermaßen jung für den Fußballer, auch nicht mehr der Jüngste. Und Bayern hat sicher einen super Spieler, er ist technisch sehr stark und ein Top-Allrounder. Also der FC Bayern München darf sich über diesen Transfer freuen. Dann haben wir Memphis Depay. Für 27 Millionen Euro wechselt er von PSV Eindhoven zu Manchester United. Ein sehr, sehr junger Spieler. Er ist richtig gut. Er ist pfeilschnell auf der Außenbahn und hat einen guten Torriecher. Er hat viele Tore bei PSV Eindhoven geschossen. Also ein super Transfer. Ist noch jung, er kann sich noch entwickeln und United ist sicher ein guter Verein dafür. Als letzten Spieler haben wir Bastian Schweinsteiger. Er wechselt vom FC Bayern München für 20 Millionen zu Manchester United. Es wurde viel spekuliert, geht er, bleibt er, ist er unzufrieden mit seiner Rolle, kriegt er noch das hundertprozentige Vertrauen von seinem Trainer. Und dann stellte sich heraus, dass Bastian Schweinsteiger wechseln wird zu Manchester United. Ist nochmal eine neue Erfahrung, eine neue Herausforderung im Ausland. Er ist sicher verletzungsanfällig. Hoffentlich bleibt ihm das erschont und ich wünsche ihm viel Glück in United und ja, noch eine gute Fußballzeit. Das war vielleicht gerade etwas blöd formuliert von mir, aber nehmt's mir nicht böse. Das war's jetzt auf jeden Fall vom Transfer-Talk Hashtag 2. Natürlich, es gibt auch noch andere Spieler, Mandzukic, Khedira, die gewechselt sind, aber das ist alles nicht so wichtig. Die Top-Transfers, die bisher geschehen sind, vielleicht sind auch noch mehrere geschehen, wo ich das Video aufgenommen habe danach. Aber das sind soweit die wichtigsten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, oder ihr habt's ja schon gesehen. Und ja, habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.